Fed-Chef Jerome Powell hat zweimal denselben Fehler gemacht am 1. Februar bei der Pressekonferenz nach der letzten Fed-Sitzung, als er immer wieder von Disinflation sprach. Gleichzeitig meinte er, naja, die Financial Conditions, die hätten sich doch deutlich gestrafft. Und dann am 7. Februar in einem Interview beim Brookings Institute immer wieder Disinflation, Disinflation, Disinflation. Die Märkte haben sich gedacht, hurra, ist doch schick. Der hat also nichts mehr dagegen, dass wir nach oben gehen. Und dann ist er praktisch aus einem Jerome Powell, der sein wollte wie Paul Volcker, als er noch etwa in Jackson Hole im August gesagt hatte, keeping at it, dranbleiben, dranbleiben an der Inflation, war gemeint ein Zitat von Paul Volcker, auch Titel seines Buches, jenes Notenbankers, der an der Inflation dran geblieben ist und damals die Zinsen heftig angehoben hat, damals dann eben auch die Inflation besiegen konnte. Und dann mutierte Paul plötzlich Anfang Februar zu einem Arthur Burns, der sagte, naja Kinder, das ist doch alles schon vorbei. Im Grunde Subtext, die Zinsen werden bald wieder sinken. Die Amerikaner haben das durchaus wahrgenommen, haben verstärkt konsumiert. Wir haben das gesehen am US-Hausmarkt, als die Nachfrage plötzlich wieder stark anstieg, weil die Leute davon ausgingen, naja, siehst du, die Zinswende, die kommt und da brauchen wir jetzt nicht mehr fürchten, dass die Zinsen noch weiter steigen. Also interessieren wir uns wieder etwa für Immobilien. Und jetzt ist schlichtweg die dritte oder die Frage, ob Paul das dritte Mal denselben Fehler begeht. Wenn ja, dann ist ihm nicht mehr zu helfen oder irgendwas ist im Busch. Wir schauen uns die Gesamtlage mal an. Ja, hier 7. Februar, hier war es, unten sehen Sie ihn, Brookings Institute, als er immer wieder sagte, Disinflation. Aber er hat eben auch gesagt, naja, aber wenn wir höhere Inflationsdaten reinbekommen, höhere Arbeitsmarktdaten reinbekommen, dann müssen wir wahrscheinlich mehr tun, als bisher eingepreist ist. Und siehe da, genauso ist es gekommen. Wir hatten die CPI-Daten, Verbraucherpreise über der Erwartung, PPI, Erzeugerpreise über der Erwartung, dann Consumer Price, CPI, also PCE genauer gesagt, die Personal Consumption Expenditure, die bevorzugte Betrachtung der Verbraucherpreise durch die Fed, mit dem ersten Anstieg wieder seit Oktober 2022 deutlich über der Erwartung. Dann hatten wir die Inflationsdaten CPI aus November und Dezember nach oben revidiert und vieles anderes mehr. Also dieses Wort der Disinflation ist zumindest im kurzen Zeitfenster erstmal total obsolet. Deswegen würde es mich fast wundern, aber wahrscheinlich wird er auch darauf angesprochen, ja, ist denn jetzt Disinflation, ja oder nein? Und wenn Paul sagt, naja, ja, wir haben Disinflation, dann müsste er schon sich sehr verbiegen oder müsste die Realität sehr stark verbiegen. Die Fed Fund Futures preisen aktuell eine Wahrscheinlichkeit von 31% ein, dass es einen 50-Basispunkte-Schritt gibt und eine 14% Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen bis 6% oder sogar höher steigen. Wir haben dann eben nicht nur Immobilienmarktbelebung gesehen, sondern auch Konsumbelebung. Wie gesagt, wenn dir der maßgebliche Chef des Dollars, könnte man sagen, suggeriert, pass auf, eigentlich ist das Schlimmste jetzt vorbei, dann gibt er ein Signal. Die Aktienmärkte haben das Signal aufgenommen, über die Aktienmärkte haben die Konsumenten dieses Signal dann inhaliert in gewisser Weise. Hier sehen wir die letzten Inflationszahlen, CPI. 0,5% zum Vormonat, vor allem war aber auch die Zahl zum Vorjahresmonat deutlich höher. Und hier sehen wir die PCE-Daten, 5,4%, erster Anstieg seit Oktober 2022. Und wenn wir jetzt mal vorausgucken, wie geht es denn weiter? Dann schauen wir uns mal die linke Grafik an. CPI Energy dürfte nach oben drehen. Wie insgesamt, wenn Sie in der rechten Grafik mal schauen, Core Goods, also die Güter, die ja durchaus billiger geworden sind, da war Disinflation. Das Ganze hat sich gedreht. Im Service-Sektor haben wir so oder so Inflation und im Gütersektor haben wir jetzt wieder Inflation. Hier Tankstellenpreise etwa in den USA. Und natürlich, diese Anhörung heute ist natürlich auch ein politisches Schauspiel. Da wollen sich die Senatoren auch profilieren ein Stück weit. Die Demokraten wollen, dass Paul die Zinsen langsam senkt. Die Republikaner sagen, ja, die Inflation ist viel zu hoch.
Jeder hat seine Interessen. Viele sind investiert in den Märkten und haben eigentlich kein Interesse, dass es nach unten geht. Eine Liz Warren etwa, die linke Demokratin, fordert ja, dass die Zinsen gesenkt werden, weil sie damit, weil sie fürchtet, dass sonst Arbeitsplätze verloren geht. Auf der anderen Seite gibt es da dann für sie eine Interessensübereinstimmung mit der Wall Street. Die Wall Street will das auch. Die wollen ja das Free Money, das billige Geld haben. Und so werden eben jetzt die verschiedenen Interessen hier durchgespielt. Und die Republikaner werden eben sagen, naja, Inflation, das ist doch die Schuld von Biden und so fort. Also das wird ein politisches Hickhack und generell gilt, wir haben jetzt noch 4 Events, die in den nächsten Tagen wirklich wichtig sind. Neben der heutigen Aussagen von Paul, dann die Arbeitsmarktdaten am Freitag nächste Woche, die Verbraucherpreise, die neuen, die Daten aus dem Februar und dann die FED-Entscheidung. Die Märkte steigen nicht, bis die Zinsen wieder fallen und die Zinsen fallen nicht, bis die Märkte aufhören zu steigen. Das ist das große Problem an dieser Situation für die Aktienmärkte. Ich hatte gestern schon gezeigt, Märkte jenseits der Aktienmärkte nehmen dieses Wiederaufflammen der Inflation auf. Wir haben die 2-, 3- und 4-jährigen Break-Evens, also die Inflation bemessen. Wie schaut die aus in 2, 3, 4 Jahren? Die sind wieder deutlich nach oben geschossen. Wenn wir uns mal die Erwartungen anschauen, wie die sich verschoben haben in Richtung immer höherer Zinsen, dann sehen Sie das hier rechts von noch vor einem Jahr maximal 3% auf jetzt 5,5%. Das ist ein gradueller Prozess gewesen und gestern sind die Aktienmärkte ja gestiegen. Und das, obwohl die Fed Terminal Rate Expectations nach oben gegangen sind, also die Erwartung, wo der Gipfelpunkt der Zinsen dann liegen wird, auf 5,472%. Also normal ist das so, dass je höher die Terminal Rate Expectation steigt, umso schwächer die Märkte und andersrum, wenn die Terminal Rate Expectation fällt, dann steigen die Märkte. Gestern war es anders, aber irgendwann haben die Märkte dann vielleicht realisiert, hups, das war ein bisschen was viel. Und diese Rallye basierte ja auf Aussagen, die aus dem Zusammenhang gerissen waren von Bostic, der gesprochen hatte davon, dass die Fed im Sommer oder Spätsommer eine Pause machen könnte, aber bis dahin noch deutlich mehr tun muss, um die Inflation zu besiegen, wie auch immer. Wir haben gestern den 20er DMA Moving Average überschritten, dann diese Umkehrkerze gebildet. Wie geht es weiter? Hier sehen wir nochmal die Fed Fund Futures, wie sie sich präsentiert haben. Also die Zinserwartungen Anfang Februar, als Paul eben sprach von dieser Disinflation. Und wie jetzt dann die Arbeitsmarktdaten reingekommen sind, die besser waren. Vor allem die Inflationsdaten, die höher waren. Wir sehen, wie das jetzt abweicht zwischen Anfang Februar und jetzt gestern. Das ist ein Riesenunterschied. Zinsen höher, bleiben länger hoch, werden langsamer runterkommen. Das ist also der Unterschied. Und wenn wir jetzt auf die Märkte nochmal gucken, dann sehen wir nicht nur Value to Growth, eher schwach jetzt auf einer wichtigen Unterstützung. Wir haben gesehen, dass die Renditen zunächst wieder runtergekommen waren, die 10-jährige auf 3,89, jetzt gestern aber wieder gestiegen und wir sehen, dass das normalerweise ja nicht gut für Growth ist. Und hier sehen wir mal den S&P 500 im oberen Chart gleichgewichtet und eben indexgewichtet, so wie es faktisch passiert. Und wir sehen, würden diese 10 großen Werte nicht der Fall sein oder die großen Werte nicht hier die Märkte nach oben gedrückt haben. Apple etwa nach einer Kaufempfehlung von Goldman Sachs war es, glaube ich. Also es waren die großen Schwergewichte, die wieder nach oben gezogen haben. Die Märkte, die Durchschnittsaktie, gemessen hier im Equal Weight, wo jede Aktie gleichgewichtet ist, hat gar nicht so viel gemacht. Und es waren also die Dickfische, die nach oben gezogen haben. Und jetzt schauen wir uns mal die 10 größten Dickfische in den USA an. Bei US-Aktien Free Cashflow Growth negativ. Und zwar ziemlich üppig negativ. So negativ wie never ever before. Also die fundamentale Situation der Unternehmen verschlechtert sich, aber die waren dann wieder mal der Rallye-Treiber. Hier sehen wir in diesem Chart von Ron Walker mal den S&P 500 und unten diese Linie, das ist der Financial Conditions Index. Und hier sehen wir, sind wir wieder rigider geworden in den letzten Tagen und Wochen, weil vor allem die Renditen gestiegen waren.
Die kamen dann vorgestern zurück. Gestern sind sie wieder gestiegen. Die Aktienmärkte hier mit diesen Korrekturmustern, das hängt relativ praktisch kongruent zusammen mit den Financial Conditions. Auf der rechten Seite sehen wir den VIX auf Daily Basis. Da sind wir in der Stochastik schon ganz, ganz unten, stark überverkauft, unter 20. Und hier sehen wir dann die 10-jährige Anleiherendite, die gestern nach dem vorherigen Abverkauf dann wieder eine satte grüne Kerze gemacht hat, während der S&P 500 hier eine Wendekerze gemacht hat. Mal schauen, wie die Dinge heute ausgehen, was Paul sagt. Jedenfalls haben wir ein Gap hier gefüllt beim S&P 500, nämlich dieses Gap 17. 18. Februar. Da wäre noch ein etwas höher liegendes Gap, was man füllen könnte. Wir könnten in Richtung dieser Abwärtstrendlinie nochmal laufen, die wir hier haben, seitdem der S&P 4200 Punkte erreicht hatte. Diese Abwärtstrendlinie würde verlaufen bei 4093 oder wir gehen nochmal zum 78,6er Retracement bei 4138. Alles Optionen, aber wie wir sehen, oben im RSI eine negative Divergenz, das ist normal nicht so gut. Und jetzt beschwert sich einer meiner inzwischen allerbesten Freunde, nämlich Marco Kolanovic, der jahrelang Bulle war, dann zum Bären mutierte. Der sagt, ja, okay, wir haben jetzt eine gewisse Marktverzerrung eben durch Spekulation, durch den Optionsmarkt, durch diese Zero DTI-Optionen, diese Optionen, die am selben Tag verfallen, aber wir bleiben dabei, dass sozusagen dieser Bärmarkt bleibt, bis die Fed die Zinsen senkt. Sven Hendrik erwiderte darauf, dass eben Bärenmärkte oder Bullenmärkte normalerweise nicht beginnen, wenn die Notenbank dann beginnt, die Zinsen wieder zu senken, weil dann erstmal Panik ist bei den Märkten, oh, die senken die Zinsen, das muss ja ganz schlimm sein, sondern irgendwann mittendrin, wenn sie erkennen, aha, die Notenbank senkt die Zinsen, aber es ist vielleicht doch nicht so schlimm. Also wir haben jetzt wieder laxere Finanzkonditionen, Liquidität wird wieder billiger und genau das ist ja das, was mich so zweifeln lässt daran, dass wir einen Bullenmarkt haben, weil Liquidität immer teurer wird. Libor gestern über 5% gestiegen, also der maßgebliche Satz, zu dem Banken sich Geld ausleihen. Sie wissen, was ich meine, Geld wird teurer, damit wird Liquidität teurer, damit wird Liquidität verknappt. Wir sehen hier den schnellsten Zinsanstieg seit den 1980er Jahren. Links hier diese steile Geschichte, hier, die raufgeht. Das ist das Jahr 2022. Never ever so steil gewesen seit 1980. Also erst hat die Fed die Inflation als transitory, als vorübergehend bezeichnet. Und dann kam die Aussage von Paul, Disinflation, und dann hat man sich eigentlich schon festgelegt, naja, wir werden die Zinsen anheben, aber maximal jetzt dann in 0,25er Schritten. Jetzt gibt es mehr und mehr Leute, unter anderem Mohamed El-Erdian, der sagt, wie Larry Summers, die sagen, Fehler, ihr müsst jetzt wieder mal in 0,25er Schritten vorgehen. Denn jetzt und das Resultat dieser veränderten Situation mit Zinsen ist entweder Tara, Tapas oder Tiara, ich hatte das gestern benannt. Es gibt in der Summe eben jetzt wieder ganz klare Alternativen für Aktien. Und wenn wir jetzt mal den Bogen spannen nach Europa bzw. uns mal angucken, wer ist denn eigentlich im Vorteil oder wer profitiert von höheren Zinsen und wer leidet unter höheren Zinsen, dann sagt er, nämlich der Mike Hartnett, higher rates sind gut für einige Leute, zum Beispiel für Sparer. Klar, jetzt gibt es dann wieder Zinsen. In Europa wird das noch nicht weitergegeben. In den USA beginnt das jetzt, dass die großen Banken wirklich die gestiegenen Zinsen weitergeben müssen. Aber diejenigen, die hochgehebelt, schuldengehebelt sind, haben ein Problem. Jetzt haben wir in der Eurozone eine Savings Rate, eine Sparquote von 14%, in UK von 9%, in den USA aber nur von 4%. Und deswegen, sagt Hartnett, erklärt sich vielleicht, dass die europäischen Märkte sich besser halten. Interessante These, meine Damen und Herren, und jetzt sagt etwa Citigroup schon, naja, wir erwarten jetzt nicht nur, dass die EZB im März die Zinsen um einen halben Prozentpunkt anhebt, sondern dann im Mai nochmal um einen halben Punkt, und wir glauben, so Citigroup, dass die Zinsen bis 4% steigen werden. Innerhalb der EZB geht es echt zur Sache. Da gibt es diejenigen, die wollen vorsichtiger sein. Da gibt es die anderen, die sagen, wow, wenn wir jetzt nicht gegen dieses Wiederaufflammen der Inflation vorgehen, haben wir ein Riesenthema. Die deutschen Notenbanker, Schnabelnagel, selbst ein De Guindos scheint im hawkischen Lager, selbst eine Christine Lagarde scheint im hawkischen Lager zu sein. Also die Mehrheiten sind da. Ja, in Richtung der Deutschen sogar unterwegs. Jetzt kommen wir mal nochmal Geopolitik, kommen wir zu die China.
Hier haben wir Export- und Importdaten bekommen. Export minus 6,8%, besser als befürchtet mit minus 9,4%, aber Importe minus 10,2%, schlechter als befürchtet. Das zeigt, wie rapide die chinesische Wirtschaft wächst. 5%, wahrscheinlich so eine Zahl, die gewürfelt wird. Das hat mit der Realität in China gar nichts zu tun. Jetzt warnt China die USA vor katastrophalen Folgen, wenn die USA weiter versuchen, China unten zu halten. Die rote Linie, sagt hier der Außenminister, ist Taiwan. Die USA hätten den Weg der Rationalität verlassen, und wenn das nicht aufhört, dann werde es eine Konfrontation geben. McCarthy, der republikanische Führer im Abgeordnetenhaus, hat jetzt einen geplanten Besuch in Taiwan abgesagt, hat den taiwanesischen Vertreter dagegen jetzt in die USA eingeladen. Hoffnung gibt, dass die Führung in Peking jetzt die Privatwirtschaft wieder etwas fördern will. Wir haben ja unter Xi Jinping gesehen, dass die Staatsquote zuletzt massiv gestiegen ist. Und wenn wir nochmal kommen zu die Germania, dann nochmal in Sachen Energiepolitik. Ich hatte gestern schon gesagt, dass die Bundesregierung ja ein Gutachten in Auftrag gegeben hat, in der sie illusorische Dinge vorausgesetzt hat. Auf der Basis dann sollte dieses Gutachten erfolgen, etwa, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien so schnell funktioniert, wie man gehofft hatte. Aber die Realität ist so weit zurück, dass das gar nicht mehr erreichbar ist. Jetzt sagt Daniel Stelter, die Bevölkerung wird getäuscht, vorhandene Technologie wird als bereits installiert, zu entwickelnde Technologie als bereits entwickelt dargestellt. Das ist genau der Trick, mit dem die Herrschaften da arbeiten im Bundeswirtschaftsministerium. Man tut so, als seien die Wunschvorstellungen schon bereits Realität und verkündet dann den Leuten mit irgendwelchen Gutachten, seht ihr, es geht doch alles. Das ist echt eine ganz schöne Schweinerei, wenn man das mal genauer sozusagen sich anschaut. Und wenn wir jetzt nochmal nach Germania kommen, heute die Auftragseingänge der Industrie minus 10% zum Vorjahresmonat, aber ein Ticken besser als erwartet heute. Aber auffallend, es sind die Großaufträge aus dem Bereich Luft- und Raumfahrt, die hier die Zahlen frisiert haben nach oben, also Airbus hier in Hamburg. Finkenwerder, nicht weit, wo ich wohne, wird erstmal installiert. Und hier sehen wir, dass eigentlich die Inlandsnachfrage schwach war und auch die Nachfrage aus Europa, aus der Eurozone selbst, sehr, sehr schwach war. Abschließend, meine Damen und Herren, bevor ich Ihnen empfehle, um 16 Uhr spätestens bei Finanzmarktwelt reinzuschauen, weil da der Jerome Powell spricht, das wird eine langatmige Geschichte. Manchmal, nicht immer, ist es so, dass vorher der Redetext von Powell veröffentlicht wird. Das wird dann schon das Entscheidende sein, wenn das der Fall ist, wenn wir das as schnell as possible praktisch auf die Seite bringen. Jetzt abschließend noch zwei Empfehlungen. Dollarknappheit. Einige Schwellenländer schlittern in die Krise. Die sind bereits im wirtschaftlichen Zusammenbruch. Etwa Sri Lanka wird jetzt wohl vom IWF nochmal gerettet werden. Und dieser Libor, der so wichtig ist, über den die Leute so wenig wissen. Das ist die zweite Empfehlung. Da über die 5%-Marke gestiegen. Das ist absolut relevant. Also diese zwei Artikel. Und ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.